Moin und hallo, ich bin's wie immer, der Ron, und bei mir ist mein allertierischster Freund, der Eumelkater. Hallo und herzlich willkommen, meine tierischen Freunde. Willkommen zurück zu unserem Halloween-Special. In der letzten Folge bei Last of Us, nein, gar nicht mal, Outlast. Wie komme ich auf Last of Us? Auch nicht schlecht. Oh, ist ja so unheimlich, Last of Us. Ja gut, ja. Stellenweise die Klicker. Boah, bei den Klickern habe ich dieses Geräusch von den Klickern, ne? Es ist so ätzend. Oh. Aber wie gesagt, wir machen ja ein Halloween-Special und ich habe schon 25 meiner tierischen Leben irgendwie heute schon aufgebraucht und nimmt es mir nicht böse, deswegen ein wenig verwirrt. Jetzt ist mal der Ron wieder schön dran. Ja, deswegen redest du auch etwas mehr. Ja, mal gucken, wie weit der Ron gekommen ist oder jetzt gleich kommen wird. Einfach mal abwarten. Oh, geht weg. Ja, geh mal weiter. Also versteck dich nicht da, wo ich mich beim letzten Mal versteckt habe, unter dem Nein. Schreibtisch. Das funktioniert nicht so wirklich. Angriff ist die beste Verteidigung. Immer vorstoßen. Ja, angreifen würde ich ja gerne. Hier bin ich im Dunkeln. Wenn wir nicht so ein Opfer wären, dann würde ich auch gerne angreifen. Ja, das stimmt. Wir haben eine Kamera. Ja, wir können... Wir sagen einfach, ey du Lappen, wir stellen deine Taten nach YouTube. Oh, er kommt. Oh, nee, das ist aber ein anderer sogar, der da noch kommt. Sehr sicher. Ja, der war breiter. Viel breiter. Ich möchte gar nicht aufstehen. Oh, scheiße. Nee, ist doch er. Aber es ist dunkel. Das heißt, er sieht mich. Oh. Er darf dich eigentlich hoffentlich nicht sehen. Du könntest dich im Endeffekt nur durch einen... Nein! Geräusch! Ja. Hilfe! Vielleicht machen wir die Kamera ganz aus. Kann das sein, dass die Kamera... Nee, doch nicht. Ist die Kamera irgendwie... Licht mit bei? Ja, ich dachte jetzt auch so, dieser... Nein! Es kann nicht wahr sein! Geh weg! Es kann doch nicht wahr sein! Der hat Nachtsicht an, der ist eine Katze. Ey. Sag dem, der soll das nicht machen. Aber Mann. Hattest du jetzt genau den gleichen Gedanken zu mit der Kamera, ne? Dass die Kamera natürlich irgendwie Licht spiegelt, beziehungsweise... Dieser LCD-Monitor, ne? Ja, richtig, genau. War der letztes Mal auch schon da? Der quatscht. Ja? Ist mir zumindest nicht so wirklich aufgefallen. Okay. Nicht das so. Gute ist, falls dir aufgefallen ist, wir haben wieder 3 Batterien. Oh jo, stimmt. Komm, zieh dein Tschüss! Dich. Mach's gut! Adieu, auf Nimmerwiedersehen. Warte mal, wenn er wiederkommt, dann geht er ja da vorne rechts durch, ne? Mhm. Das heißt, wenn er da durchgeht, dann spurte ich nach da vorne sozusagen. Was man dann auch Spurten nennen kann. Ja, wir schleichen eher, ich weiß. Ja, das ist halt irgendwie so. Deswegen die Opferrolle. Ich muss erstmal einen kräftigen Schluck nehmen. Ich glaube, ich könnte morgen eine ganze Pulle trinken. Auf Ex. Zum Wachwerden, ne? Richtig. Um erstmal klar zu kommen von der Nacht. Oh ja. Ich werde morgen hier irgendwo in der Ecke hocken und einfach nur noch weinen. So noch mal, was ist falsch gelaufen? Die allgeliebte Fötusstellung. Wo ist er denn jetzt hin, Mann? Pass auf, jetzt wenn du um die Ecke guckst, ist kommt auch er. So, ist immer so. Jetzt ohne Witz. Ja, da, guck. Ja. Siehst du? Ja. Alles hier geskriptet. So, jetzt Tschüss. Läuft der ja durch. Ja. Wieso macht er die jetzt schon an? Der lässt die... Geht er doch nicht ganz rein? Come to me. Nein, hau komm ab. Rein. Geh zu Mama! Nein! 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 Es kann oh, doch nicht leck wahr mich sein. Doch. Leck mich doch hart, Alter. Erst kommt er von da hinten und dann kommt er von da. Ey. Wir sind so welche Opfer, ne? Aber so richtig. Oh, leck mich, ey. Man merkt auch, das ist so überhaupt nicht unser Spielmetier. In keinster Weise. Da bin ich auch ein bisschen froh drüber, mal ganz oben gesagt. Also wenn ich das als Hauptgenre nehmen würde, also dann müsste ich echt schon einen an der Klatsche haben. Und den habe ich eigentlich so schon, aber... Danach hast du spätestens einen an der Klatsche. Danach erst recht. Boah, nee, das... Nein. Spiel mal einmal Outlast am Stück, dann viel Spaß im Leben. Oh, ja. Geh einfach weiter, Johnny.
Du hast nichts gesehen. Hallo, John Boy. Das sind nicht die Druiden, nach denen du suchst. Gehen wir hier rechts dann rein, oder? Naja, würde ich nicht sagen, ne? Da ist so gut wie keine Cover. Nee, da hatte ich mich ja versteckt unter dem Schreibtisch, was ja auch nicht so wirklich geholfen hat. Hallo? Pedoklaus kommt. Ist auf jeden Fall geskriptet, die Stelle. Ja. 140%. Okay, Kreissäge läuft. Sogar länger als sonst. Jetzt vielleicht baut er ja einen neuen Schreibtisch. Müsste der hinter dir sein. Ja, ja, ja. Einfach darum. Einfach darum. Einfach darum. Ich guck nicht nach hinten. Nein, 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 nein. Schnell lauf. Lauf um dein Leben, Johnny. Ich nenne ihn jetzt einfach Johnny. John für den Rest des Spiels. Geradeaus. Dass du, ja, okay. Dann denke ich mal da. Oh, er ist immer noch. Ah, da rein, da rein, da rein, da rein. Oh, scheiß drauf, dass dunkel ist. Erstmal rein. Es ist dunkel. Oh, 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 oh. Oh. Ich habe das Gefühl, ich darf immer die Kackstellen machen. Die nächste rein. Ja. Ist hier irgendwas? Runde looten und leveln, sagst du? Klick mich am Arsch, Alter. Meine Fresse, ne. Ich bin ja wenigstens froh, dass wir hier zu zweit sind. Alleine hätte ich schon lange keinen Bock mehr gehabt, ganz offen. Nee. So alleine, ich weiß auch gar nicht, ob ich es wirklich so... What? Oh kann nein. Ich riechen. Ich mach mal zu. Tschüss. Also ich habe gesehen, zumindest ist bei dem Originalteil, beim ersten Teil, dass sich wohl unterm Bett verstecken wohl hilft. Nein, ich laufe einfach weg. Oder so. Falsche Richtung. Richtige? Falsche. Falsche. Richtige Richtung. Hab ich doch gesagt. Ach, hier geht's direkt weiter. Okay. Ah. Ja, jetzt bist du einmal im Kreis. Bist nämlich rechts rein und die nächste Tür wieder raus. Ja. Oh, Glücksspiel. Ja. Also, alter Falter. Jetzt komm, geh weiter, Jung. Nein! Oh nein! Lass mich hier, du. Nein! Nein! Geh weg! Nein! Nein, nein, der Knusper Klaus kommt! Lass mich in Ruhe! Oh nein! Das kann nicht wahr sein! Oh, das gibt's doch nicht! Oh Leute! Oh, verdammte Axt! Nein, 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 nein! Oh, schon wieder hier! Aber den Teil, den kennen wir ja schon. Mittlerweile ja. Das Schlimme ist, wir müssen den ganzen Weg noch zurückgehen wieder. Handschellen? Ja, ich denke mal, dafür brauchst du die Kreissäge von dem. Der muss irgendwie krepieren. Ich glaube ja, dass ich irgendwo einen Schlüssel finden muss. Kreissäge gefällt mir aber besser. Die Idee. Die hätte ich auch lieber. Dann hätte ich ihn sowas von weggeschnetzelt. Ne? Ich hätte ihn in 447 Einzelteile zerschnetzelt. Oh ja. Ciao. Mach's gut, mein Freund. Ich wette, da hinten in dem Raum ist die irgendwo. Der Schlüssel. Ja. You gotta find the magic key. Da kommt er. Knusper Klaus kommt. Lassen wir ihn einmal rumkommen. Komm, schmeiß die Kreissäge wieder an. Okay, er ist hinter uns. Also weiter. Los, 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 los. Oh, er hat mich gehört. Er hat mich. Nein, 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 nein. Willst du ihn sofort im Schrank verstecken? Das habe ich jetzt gerade auch überlegt. Oh, falsch Taste. Ja, ist mir auch die ganze Zeit passiert. Ich spring einfach mal vor die Tür. Dann mache ich jetzt noch gar nicht die Funze an. So.
So, warten wir jetzt einfach mal ab. Einfach mal Luft anhalten. Wo bist du denn? Verdammt, wie lange braucht er denn? Raucherlunge geht nicht mehr so lange. Ich fühle mich wie Kirby. Spuckst du auch immer mal Sterne aus? Na klar. Da ist er. Der Funzelarm, um ihn ein wenig zu sehen. Ah, okay, er geht weiter. Er ist aber auch höflich, macht auch mal die Türen immer zu. Jetzt ist die Frage, geht er einmal rum? Und verpisst sich dann wieder? Oder kommt er jetzt quasi wieder straight zurück? Also ich höre ihn links lang gehen. Da kommt er. Da ist er. Da ist er. Da. Vielleicht seht ihr ihn noch ganz grau dort. Oh, geh doch bitte einfach. Ja, komm, geh raus. Tür auf. Tür zu. Showtime, Baby. Ich krabbel lieber. sicher, ne? Ja, hier ist bestimmt nichts, ne? Ne. Natürlich nicht. Das sieht so beleuchtet aus, weißt du? So highlighted. Da. You gotta find the magic key. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von 1TT Cool oder wie der hieß. Nope. Oh, ich habe ihn gehört. Eine Tür habe ich gehört. Sicher? Ich glaube, das ist die Heizung nur. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Versteck dich unterm Bett. Wenn das geht, dann bin ich dabei. Nope. Nein, kannst dich nicht so. Scheiße. Nope. Lauf. Noch eine Runde. Jetzt lässt er sogar schon die Tür auf. Ach, gleich macht er sie zu, so. Er muss erstmal nur runterkommen. Der ist in Rage, weißt du, der hat uns gerochen. Ja. Oh, da ist er. Irgendwo ist er. Nimm uns! Fuck! Leck mich an den Klöten, Alter! Oh, geh weg, genau! Mm-mm. Scheiß Kreissäge, ne? Ich will die haben. Aber das ist gut, dass er die hat. Dann hören wir ihn wenigstens, wenn er die immer anschmeißt, weißt du? Ja. Aber komm, wir machen mal. Wo müssen wir denn dann jetzt hin eigentlich? Wir drehen uns da ja nur im Kreis. Wir müssen den Schlüssel finden. Ich bin mir da fast sicher. Zu 20% bin ich mir da sicher. Scheiße, lässt sie hier auf, ey. Deine Batterie ist gleich alle. Ich lasse sie einfach mal alle gehen. Da. Ach so, X da. Zum ja. Verstecken. Hat er nur nicht da vorne gemacht dann. Wo ist da? Kommt der? Der Knusperklaus. Ich geh. Und das Bett. Wie wechsle ich die denn? Ach, mit da. Y. Machen wir das mal. Oh Gott, Alter, ey. Ist viel zu krass.
Also Hut ab an die, die das komplett durchgezockt haben. Alleine, mitten in der Nacht, mit dem 7.1 ZZ. Ja. Am besten in 3D. Die haben echt meinen Respekt, Alter. Brofist für euch. Er kommt, glaube ich, gar nicht. Komm mal, komm, wir wagen uns mal raus. Wenn ich draufgehe, kannst du das in der nächsten Folge nochmal machen. Ja, darf ich mein Glück versuchen. Wo ist er hin? Er ist weg, weg und wir sind wieder allein, allein. Können wir da rüber? Nope. Da geht's auch nicht lang. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Hat er sich jetzt ganz verpisst? Scheint wohl so. Der ist bestimmt da hinten irgendwo. Oder steht gleich vor dir. Yes. Na gut, da ist er nicht. Also man kann sich nicht unter jedem Bett verstecken. Unter dem schon. Vielleicht hast du jetzt. Ja, blöd, wir können die auch leise aufmachen. Nope. Nope, 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 nope. Da ist er wieder. Oh nein, oh nein! Links in den Schrank, mein Bro. Links in den Schrank. Oh, Alter Falter. Sollte ich sterben? Ja. Solltest du bitte. In der Kannibalenküche. Bitte nicht darum, meinen Leichnam zu sehen, Lisa. Wenn ich sterbe, nur mit dem Klang. Der Mann ist Menschenfleisch. Er sieht mich an und ich sehe Wut. Ein wenig Verlangen, aber mehr und alles. Hunger, lass sie nicht meinen Körper zeigen. Ich habe gedacht, wir haben vielleicht irgendwo so Ziele. Nee. Ich kann nicht hingucken. Hat er jetzt links neben dir den Schrank geöffnet? Ich glaube, das ist absichtlich immer so. Das war die Holztür. Er ist weg. Raus. Nicht, dass das vorne in dem Karree ist, wo wir immer gescheitert sind. You know? Ja, dass wir uns dann hier jetzt die ganze Zeit eigentlich nur verfransen. Und Akku. Jetzt kommt er durch die andere Tür rein. Ach, leck mich doch. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Alter Falter. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt nochmal den Schlüssel finden und ja, dann in der nächsten Folge ansetzen mit dem Schlüssel. Bis dahin macht er erstmal die andere Tür wieder auf. Ja. Cool. Mann, welch ein Zufall, dass wir immer in die anderen Spinnen gehen. Ich sag noch viel Spaß bei Halloween, verkleidet euch schön. Sammelt viel Bonbons. Und verarscht andere Leute, ne? Nein, das habt ihr nicht von uns, ne? Schönen Abend euch noch, macht's gut. Bis dahin, ciao, ciao.